Willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge vom Literarischen Dialog. Heute wieder zu dritt mit mir, der Beate, dem Peter und nochmal der lieben Jutta. Wollt ihr beide auch nochmal unsere Zuhörer und Zuschauer begrüßen? Natürlich, hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher, hallo liebe Beate, hallo Jutta, gut, dass du wieder dabei bist und unseren Talk unterstützt. Ja, ich bin mit viel Spaß wieder dabei. Dankeschön und freue mich hier mit euch heute Abend einen Talk auszutragen. Im Vorfeld haben wir das jetzt eben gerade schon kurz geübt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Mir macht es viel Spaß und ja, wir schauen mal, was wir heute Abend produzieren. Genau, wir haben nämlich ein heiß diskutiertes Thema, was immer wieder aufkommt, nämlich KI. KI, künstliche Intelligenz im Literaturbetrieb. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Habt ihr beide direkt irgendwas von der Leber weg? Sonst würde ich einfach mal was in die Runde werfen. Wirf mal, wirf mal. Genau. Also, jetzt nicht das, was wir gerade im Vorfeld diskutiert haben, sondern eher ein Gedanke, den ich mal hatte, wo ich selber noch nicht ganz zu einer Entscheidung gekommen bin. Oder vielleicht fangen wir mal vorher an. Also KI für diejenigen, die es nur am Rande mitbekommen haben, die nur wissen, okay, KI steht für künstliche Intelligenz, aber was macht das überhaupt? Für die Schreibmaschinenschreiber. Ja, genau. Oder die mit der Hand noch schreiben. Ja, Peter Kiel. Das, was, also KI gibt es ja schon lange. Das, was jetzt neu ist, ChatGPT werden viele bestimmt schon mal gehört haben. Es gibt auch mittlerweile zahllose andere Anbieter, die ähnlich funktionieren. Was jetzt neu ist, ist, dass man nicht selber einen Algorithmus programmieren muss, damit die KI das tut, was du möchtest, sondern es ist eine natürliche Spracheingabe. Ihr könnt also mit natürlicher Sprache dieser KI Befehle geben und die antwortet dann auch in natürlicher Sprache. Das ist der Punkt. Das heißt, es ist plötzlich, ist KI, diese Technologie, für jedermann zugänglich. Wird natürlich auch rege genutzt und Schindluder mitgetrieben noch. Also das ist wie bei jeder Hochtechnologie. Die wird auf die Menschheit losgelassen und es gibt noch keine Gesetze oder Normen, wie damit zu verfahren ist. Ich habe das jetzt gehört, dass bei vielen Colleges dann aufgefallen ist, dass plötzlich alle ihre Hausarbeiten nur noch von KI, von ChatGPT produzieren lassen. Falls einer von euch dabei ist, der mit dem Gedanken spielt, es gibt Software, die das auswerten kann. Also bevor euch erwischen lasst, schreibt die Texte einfach um. Es gibt auch Tools, die KI-Texte umschreiben, dass sie sich nicht mehr wie KI anhören. Es gibt mittlerweile alles. Es ist verrückt. Zu meinem Gedanken. Die Funktionsweise ist so, ihr habt quasi wie in einem Chatfenster, gebt ihr euren Befehl ein, den sogenannten Textprompt. Dazu können wir gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Beispielsweise, was weiß ich, also wie ich das auf der Arbeit benutze, jeden Tag, gib mir 20 Vorschläge für coole Überschriften mit den Keywords XYZ. Und statt dass ich vorher 2 Stunden online gesucht habe, wie Wettbewerber es machen und so, gibt die KI mir direkt 20 coole Vorschläge mit Überschriften. So benutze ich das im Marketing. Man kann natürlich auch sowas schreiben wie, gib mir einen Roman im Stil von Ernest Hemingway über das Thema sowieso mit dem und dem Protagonisten. Und auf einmal habt ihr da einen Romanentwurf. Und da fängt es eben an, kritisch zu werden. Und zu meinem Gedanken, den ich jetzt schon angeteasert habe, ich sehe das Ganze, also viele sehen es kritisch, sehen sich auch von dieser Technologie bedroht. Ich hatte überlegt, ob es nicht zu einer Demokratisierung des Literaturbetriebs führen kann, weil eventuell auch Leute partizipieren können, die vielleicht körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, ein Buch zu schreiben. Was denkt ihr darüber? Ich freue mich schon auf diese Bücher. Nun, du kannst jedem eben die Chance geben. Es kommt ja auch immer darauf an, gibt es Leser? Ja, jeder kann ein Buch schreiben, aber keiner Auch weiß, jetzt wird das schon, gelesen? jetzt schon, Auch auch jetzt jetzt schon, schon. allerdings. So, also lassen wir jedem seine Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, so sehe ich das, denn wir werden von der KI nicht mehr wegkommen.
Und es ist dann noch die zweite Frage, wird es gekauft, wird es konsumiert? Ja? Ja, also das ganz sicher. Und ja, so einfach, ne, gibt es den Protagonisten ein. Stil von Ernest Hemingway ist toll. Wir können es ja mal probieren. Wir sollten mal ein solches Buch entwerfen lassen. Ha, und dann können wir mal darüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Das Gefühl, die Empathie des Schreibers, des Autors fehlt der KI. Da bin ich überzeugt. Ja, sie kann immer weiter lernen. Sicher, es wird in 20 Jahren sicherlich anders aussehen. Und im Moment glaube ich nicht, dass es ersetzt. Und es ist immer sehr ähnlich. Ich nutze das auch, um Texte zu entwerfen, die ich für die Werbung brauche. Oder um ein Buch, was ich besprochen habe, zu bewerben. Natürlich. Aber es ähnelt sich auch immer wieder sehr. Im Moment ist es noch so. Und ich arbeite nur mit ChatGPT. Die anderen habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. Was ich gut finde, du hast es eben angesprochen, man bekommt sofort eine Antwort. Du kannst es ja sogar mit Personen machen. Also ich kann mich quasi aufnehmen mit einer Kamera und die KI generiert dann auch Antworten und sogar live in verschiedenen Sprachen. Und du wirst sofort mit deiner gewünschten Sprache angesprochen und das richtig gut. Also meinst du, tatsächlich als Sprachausgabe? Ja. Oh. Demnach, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber man kann tatsächlich, ich frage in Polnisch und ich kriege in Polnisch von mir persönlich, sieht so aus, als wenn du antwortest auf Polnisch, perfekte Antworten. Sogar die Lippensynchronisation stimmt schon. Ja, davon, also als das ganz neu war, habe ich davon Videos gesehen. Da war das mit der Lippensynchronisation noch nicht ganz Das ausgereift, klappt weil es da so hervorragend. Fragmente gab. Das hat sich aber rasant weiterentwickelt. Genau, also sind wir schon bei so einer Art Deepfake fast schon. Ja, du erkennst Aber doch das nicht, ist das ist. natürlich trotzdem klasse. Also das, ich persönlich finde das auch gut, wenn du einfach Inhalte auf mehreren Sprachen Selbstverständlich, verbreiten gerade wir in möchtest. Europa. Das ist die Aber wir Chance für wollten ja Europa. da beim Schreiben oder Romanschreiben irgendwie, Aber da natürlich sind wir hat ja das auch. unzählige Vorteile, Übersetzungen etc., oder was die Jutta da sagt. Ich habe im Vorgespräch ein bisschen schon mit der Jutta darüber gesprochen und ich am Anfang, wie das aufgekommen ist mit ChatGPT und diese künstliche Intelligenz, habe ich mir gedacht, naja, aber dann habe ich mehr und mehr darüber nachgedacht. Und kommt zu dem Schluss, dass die ja, wie gesagt, in Lichtgeschwindigkeit lernen und täglich werden neue Texte hineingefüttert. Es braucht ja nur diese ChatGPT, ich glaube, das gehört Google, oder? Ja, wurde das Weiß nicht ich nicht. gekauft? Ich glaube von Microsoft. Oh Gott, ich weiß Ich nicht. meine, was Google Das für weiß ich auch Zugriff nicht. auf Texte hat, beziehungsweise wenn die einen Deal mit Amazon machen, sagen, wir wollen sie nur einlesen lassen von der KI, wir brauchen nichts davon. Das heißt, wie die schnell lernen, weil ich dachte früher, naja, so einen Kniff oder Dreh, wie wir oft schon gesprochen haben, Beate, das kann dann nur ein echter Autor. Aber wenn die KI so schnell lernt, dann habe ich den Gedanken weitergesponnen und habe gesagt, naja, Moment, es könnte ja jetzt diese KI ein Spezialist sein für Liebesromane. Und diese KI lernt alles über Thriller und diese und so weiter. Also, dass da auch wie fast wie Fachautoren bei den KIs entstehen und dann könnte ich denen noch einen Namen geben und die Verlage hätten dann vielleicht gute Bücher von und wir haben es noch weiter gesponnen. Und wenn ich jetzt der Leser bin, der gerne Indianergeschichten liest und ich bekomme da immer von dieser KI meine perfekten Indianerbücher, die ich liebe. Ich glaube, dass fast zwei Zielgruppen entstehen werden. Die KI-Konsumenten, die das auch genießen und das vielleicht eben gibt, wirklich gibt es dann künstliche Autoren, der einen Ritterroman, das musst du von der KI lesen, das ist die beste KI für einen Ritterroman, etc. etc. Also ich glaube, dass da so viele Möglichkeiten offen sind, Spannender Gedanke. dass es Da schon müssen wir aber noch bedrohlich mal. auch ist, aber da, aber weil es wird auch so sein, dass der. Ich nenne es jetzt, obwohl ich das Wort nicht mag, nur der geniale Autor auf dieser Tastatur dann spielen können wird. Und dann bist du wieder dort, wo du einen klugen
planvoll vorgehenden Autor brauchst du halt dann vielleicht mit der KI noch tollere Werke schafft. Ich weiß es auch. Ja, da, also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, weil die KI, wir hatten es im Vorgespräch, glaube ich, schon gesagt, dass Input gleich Output, also die Kunst geschieht dabei, der KI den Befehl zu geben. Und bei einem Roman, der vernünftig lesbar sein soll, dann steckt, glaube ich, schon so viel Gehirnschmalz im Prompt Engineering, das ist der Fachbegriff dafür, also wie dieser Befehl formuliert ist. Deswegen, da kommen wir auch, da schließt sich der Kreis zu meinem Anfangsgedanken von wegen Demokratisierung des Literaturbetriebs, weil ich dann dachte, okay, Menschen, die vielleicht die geistige Kapazität nicht haben, selber einen Roman zu verfassen, die müssten dann auf der anderen Seite ja die geistige Kapazität oder die Fähigkeit haben, sich einen Prompt auszudenken, der das Ergebnis bringt. Und das ist schon wieder so abstrakt, dann kann man auch direkt selber den Roman schreiben, prinzipiell. Wird der Behinderte auch keinen Vorteil haben, wenn er dieses Richtig, Problem hat, weil er genau. dort scheitert es eben wieder an der Tastatur bedienen zu können, sage ich jetzt vereinfacht. Ja, aber selbst da haben wir eben von Jutta gehört, es gibt auch die Sprache. Spracheingabe. Also du, Nein, aber dann, ich meine wenn du das den Prompt als formulieren Metapher. kannst, Er muss die Register ziehen können, das meinte ich nicht. genau, ja, also du musst in der Lage sein, diesen Sprachbefehl zu geben, ob jetzt per Tastatur oder Den mündlich. listigen Gedanken zu haben, das musst du. Aber nur, ich wollte schon sagen, weil ich glaube, dass auch mit den E-Büchern mit der Zeit viel Kenntnisse über die Leser erfahren werden. Das heißt, ich glaube, dass auch diese KIs mit der Zeit merken, wo eben Leute berührt werden oder wo sie lachen, dass das immer durchsichtiger wird und die dann noch genauer das abstimmen können. Ich bin da schon davon überzeugt, dass da auch solche. Weißt du, diese Eye-Tracking und was es da nicht alles gibt, John, das fließt ja alles ein und Möglich. das heißt, ich kann da schon viel optimieren. Möglich. Also Ich das jetzt denke auch, auch, ja. weil ihr sagt, Gefühle gehen dann nicht so, aber wenn der erlernt, welche Wortgruppen Gefühle erzeugen und das ist kein Hexenwerk und in der Prozentschaft bis zu 97% werden da, sagen Testleser, da wird ein Gefühl von Traurigkeit oder von Glück oder so erzeugt. Da komme ich auf Algorithmen. Wobei Ja. das mit dem Gefühl, was wir sagen, das hat die Maschine nicht mehr so erkennbar Spannender wird. Gedanke. Finde ich gut. Da, also ich glaube, das ist noch wirklich Zukunftsmusik, bis es so weit kommt. Aber das könnte eine folgerichtige Entwicklung sein. Also das ist ein sehr schöner Gedanke, dass die KI feststellt, was sich gut verkauft, was gut beim Leser ankommt, was Gefühle Das tut sie ja erweckt. jetzt Am schon, mit Ende, unseren ja, aber am Scrollverhalten, Ja mit. gut, die KI erkennt selber ja nichts. Die hat ein riesiges, gigantisches Textkorpus mit allen möglichen Texten und erkennt einfach nur Muster. Das ist letzten Endes reine Mathematik. Der einzige Unterschied ist, dass das Ergebnis und so auch der Sprachbefehl eben auf natürlicher Sprache, wie ich eingangs sagte, basiert. Der Nutzer sieht halt nicht nur diese abstrakten Zahlen, die da rauskommen, sondern das Ergebnis ist in einer Sprache, die er direkt intuitiv verstehen kann. Aber was da rauskommt letzten Endes, sind nur Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen ist es so wichtig für diejenigen, die sich vielleicht mal mit KI und mit ChatGPT beschäftigt haben und da einfach nur irgendwas eingegeben haben. Keine Ahnung, woraus besteht die Kirche hier im Dorf, aus welchem Material oder was weiß er auch immer. Die Antworten sind immer, wenn man nicht genau sehr präzise diesen Prompt formuliert, wie man die Antwort haben möchte, ist die immer sehr, sehr gleich. Weil Antworten immer eine bestimmte Struktur haben, selbst wenn du irgendwas vorgibst tatsächlich, irgendwas Typisches, es Ja, hat immer die gleiche Struktur. Es sind nur heute. Wahrscheinlichkeiten. Also am Ende Morgen spuckt ist sie die. schon wieder anders, die Antwort, und übermorgen ist sie wieder anders. Die Na, so lernt schnell nicht. sich. Aber das Muster ist wirklich immer ähnlich. Deswegen kann man Ja. KI-Texte auch super leicht erkennen, wenn man selber schon damit gearbeitet hat und dann feststellt, viele Leute übernehmen die einfach nur eins Aber zu es eins wird ja dann und auch. überarbeiten die nicht nochmal. Wird aber dann da auch Autoren-Tools geben, Apps geben, die dann von Firmen verkauft werden, wo ChatGPT nicht diese Antwort nur gibt, die du bekommst, sondern
das Leserverhalten von so und so viel Milliarden Lesern von Amazon E-Books. Dazu bekommt dieses Wissen zum Beispiel, die App kann das eine, das ist so ein ChatGPT. Und jetzt speise ich Userverhalten dazu hinein. Und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr solche Komponenten und alle Werbung, sei es online oder Internet, wenn man so nennen will, gibt, geht darum zu erforschen, wie verhält sich der Kunde? Was will er morgen kaufen? Und Ich gebe da dir da kann man völlig viel recht. auslesen aus Texten. Ja, aber wir haben aber auch Fehlinformationen in diesen Dingen. Ja, Wie wenige. viel Wahrheit ist darin? Wie viel Lüge? Möchte es wirklich so nennen, wird sich dann auch verbreiten. Das wird ein großes Problem sein. Wie kann ich Statistiken, die ich tatsächlich ja abrufen kann über ChatGPT, wie sehen die dann tatsächlich aus? Und was noch dazu kommt, soweit ich weiß, man darf mich irgendwie gerne korrigieren, ist die ganze Geschichte, was das Wissen von ChatGPT angeht, auch bis 2021 begrenzt. Also alles, In der was hier war, ist Free-Version. in der Free-Version, ja, danke. Das Ja, hat mir das jetzt wollte ich auch gefehlt. sagen. Wenn du eine Ja, Bezahlversion, die so. was immer abgedatet wird. Ja, ich gebe dir recht, also diese Entwicklung wird sich sicher einstellen, aber ich möchte da nochmal dran erinnern, so wie wir auch mit den anderen sozialen Medien das Problem haben, was kann verbreitet werden und ist tatsächlich nicht die Wahrheit, entspricht nicht den Tatsachen und so weiter. Also das finde ich, da würde bei mir ganz krass ja, die Es Grenze werden ja von gezogen werden. allen Medien auch Ja, ja, Unwahrheiten verbreitet. ja, Also ja. das muss man ja diesem Medium dann auch zugestehen. Ja, aber Wenn da etwas sind heißt wir, zugestehen, wird kommen, ja. ja, aber da sind wir an einem wichtigen Punkt, der auch für Autoren wichtig ist. Selbst, also wenn man jetzt KI benutzt, um sich vielleicht einzelne Passagen schreiben zu lassen, man sollte die niemals eins zu eins übernehmen. Never. Nein, Also und so so. weit wird es auch nicht, sollte es Ja, nie wenn du kommen, diesen ja. Rat geben musst, der Ich sehe es verkauft so so kein oft Buch. auf LinkedIn, was da die Leute posten, teilweise, wo man genau sieht, ach, dieses Fazit am Ende, das ist so oh, KI. Oh Mann. Also, das sollte man nicht. Also, wenn man schon den Großteil der Tipperei sich spart, dann, also den eigenen Text muss ich ja eh auch nochmal überarbeiten. Ist ja eh immer so. Und dann einfach, ich habe mir mit einer KI kann ich mir den Großteil der Schreibarbeit sparen. Ich habe vielleicht schon mal eine vernünftige Struktur und vernünftige Argumente, die ich dann, je nachdem, worüber ich schreibe, vielleicht auch nochmal gegenchecken sollte, ob das alles überhaupt so stimmt. Ja. Das sowieso immer. Und dann überarbeite ich den Text, genau wie ich meinen eigenen Text überarbeiten würde. Aber ob ich dann nicht schon fast da bin, wo ich sage, naja, dann schreibe ich gleich mein eigenes Buch, weil wenn ich mit der ChatGPT-Version fertig mit dem Überarbeiten bin, dann habe ich Nun das hin. ja. Weil wenn ich das gleich selber schreibe, dann schreibe ich das hin, was ich schreiben will und muss es nicht noch überprüfen, ob es stimmt oder Peter, keine Ahnung. da sind wir bei Qualität. Da sind wir bei Qualität eines Buches, einer Recherche. Da werden sich dann tatsächlich die Bücher unterscheiden. Da gehe ich von aus. Ja. Da habe Ja. ich, entschuldige, sprich zu Alles Ende. gut. War ich fertig mit. Also die Qualität ist da meine Überschrift, ja. Da knüpfe ich nämlich direkt an. Ich habe neulich einen sehr, sehr schönen Beitrag auf Facebook gesehen von einer Übersetzerin, die darauf angesprochen wurde, ob sie nicht einfach nur eine KI benutzen könnte und dann einfach das nochmal prüft, diese Übersetzung. Und sie dann. Von wegen, dann würde sie nur für die Überarbeitung dieser Übersetzung bezahlt werden. Erstmal würde ihr dann das Geld natürlich gehen. Sie meinte, Und sie nein, braucht doppelt so weil dann lange. die Qualität, also das ist ja, es geht ja bei einer Romanübersetzung nicht nur darum, eins zu eins den Text zu übersetzen, Richtig, ja. sondern es geht um sprachliche Eigenheiten, die du nicht eins zu eins übersetzen kannst. Sie erzählte dann, wie sie im engen Austausch immer mit den Autoren steht und dann einzelne Passagen nachfragt. Wie ist das hier gemeint? Wie ist der Duktus? Ist das eher. Wie bei der Was weiß Jutta, ich. bei der Sprecherin, die kann das auch Ja. nicht. Ganz gleich, ja. Ganz Es gibt genau. auch, Ja, und also da das. hattest du auch das Beispiel gebracht bei deiner Episode neulich, dass drei verschiedene Sprecher den gleichen Text komplett unterschiedlich interpretieren, wenn man sie quasi so auf den Ja, Text loslässt. absolut.
Und bei einer Absolut, ja. Übersetzung für das optimale Ergebnis brauchst du den Austausch mit dem Autor und du musst eine unglaublich gute, tiefe Ja. Sprachkenntnis haben, die die KI nicht hat. Die berechnet halt nur Wahrscheinlichkeiten. Richtig. Und dann kann das Ergebnis niemals so gut sein. Und dieser Übersetzerin hat das Angebot dann abgelehnt, hat auch sich geweigert, andere Übersetzer zu empfehlen, die das vielleicht machen würden, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass das irgendjemand macht. Weil es am Ende, sagte sie, letzten Endes mehr Arbeit für sie wäre, weil sie jedes einzelne Wort tatsächlich nochmal mit dem Original abgleichen müsste, statt, wie du Selbstverständlich. sagst, Peter, einfach direkt selber die Übersetzung Ja, zu dann machen. schreibe ich halt den Absatz und dann ist er so, wie ich ihn haben will. Und jetzt muss ich noch 3 Stunden überlegen, was ich da oben für eine Vorgabe Ja, eintippe, damit dann so etwas genau. rauskommt, was dann in etwas, und das muss ich dann überarbeiten und überprüfen, ob da eh alles stimmt. Also da sehe ich dann die Gefahr wieder nicht so riesig. Und Richtig, dann also es haben ist, wir, Verzeihung, ganz, sprich du. ganz kurz, alles gut. Und dann haben wir die erwischt, die ihr Buch mit KI geschrieben oder schreiben haben lassen. Die können dir gar nicht die Antwort geben. Ja. Was machen die denn dann? Ja, du lässt ein Sachbuch schreiben zu einem Thema. Zum Beispiel. Ja, und dann sind wir haben sie sich der Lächerlichkeit preisgegeben. Also, ja, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich kann mir vorstellen, für Marketingmaterialien, ich sage auch eiskalt für Blogs, benutze ich auch eiskalt KI, weil ich arbeite ja für eine Firma, die Software für Immobilienmakler macht und dann irgendwelche Blogbeiträge für Immobilienmakler. Da gebe ich mir jetzt auch nicht die allergrößte Mühe. Da bemühe ich schon eine KI. Ich schreibe mir einen Absatz zum Thema XY, Mietpreisentwicklung in Stadt sowieso, bla bla bla. Ich gucke das dann zwar noch nach, aber ich überarbeite das nur und dann ist das Ding fertig. Für solche Texte ist das eine Arbeitserleichterung, weil Ja. ich werde nicht besser bezahlt, wenn ich 6 Stunden an dem blöden Ding sitze, an diesem Beitrag, oder ob ich den in der KI innerhalb von 2 Stunden runtergerockt bekomme. Ich glaube, die Veränderung wird eintreten, wenn es dann eben, ich sage mal, solche Fach-KIs gibt, die dann speziell Fachgebiete lernen und sich da perfektionieren und so weiter. Wie gesagt, wenn ich eine spezielle Krimi-KI entwickle, zum Beispiel, die nur Krimis durchackert und bla bla bla. Und also ich glaube dann, oder auch jetzt für Werbetexte, solange du die Gratis-Version und die billigste Bezahlversion da hast, da wird nichts Gescheites kommen. Aber Also wenn sie selbst wenn du die massenhaft zu Bezahlversion hast, spezialisieren aktuell, beginnen, ja. weil dann zahlst du im Monat 4.000 Euro und du hast dabei einen Creative Director, der dir dann wirklich Slogans vielleicht ausspuckt, die du halt mit der Gratis-Version, ich weiß Du es musst nicht. dir ja vorstellen, die KI berechnet nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, du kriegst Ja. vermutlich den kompletten, langweiligen Ja, und Durchschnitt, das Allgemeinste vom Allgemeinen. was machen wir, wenn wir über einen Slogan entscheiden? Aus dem Gucken, wie Bauchgefühl, machen es die oder? anderen, Ideen aufschreiben und dann beginnt im Das Kopf macht die die KI auch. Kreativität. Nein, die KI hat keine Kreativität. Die berechnet nur Wahrscheinlichkeiten. Was Aber sie kann könnte. alle Slogans seit Menschengedenken Ja, das ist auswerten der und Unterschied. Aber sagen, ist das welcher Slogan zu besser? wie vielen Verkäufen geführt hat, zu welcher Zeit, in welchem Diese Kontext. Querdaten gibt es ja noch nicht. Aber wenn Ja, das mal so ist, dann aber vielleicht. dann haben wir ein neues, dann haben wir einen Spitzenmarkt, den Ja. wir neu kreieren. Ja. Peter, du machst auf jeden Fall die Krimis. Beate, was übernimmst du? Mutterratgeber und Science ich Fiction. übernehme Fantasy oder so. Dann kreieren wir die KIs, die speziellen und ja, natürlich. Ja, ich sehe aber das Problem, dass es letzten Endes nur Kopien sind von Na, Dingen, die selbstverständlich. bereits existieren. Also Ja. dennoch ist der menschliche Geist am Ende gefordert, das Ganze noch, wie ich schon Ja, sagte, einfach zu überarbeiten und vernünftig zu machen. Außerdem haben wir dann trotzdem noch das Problem, dass wir die erstellen dann die Romane ja nicht aus dem Nichts. Man muss immer noch Prompt Engineering betreiben. Und ja, was bis schwierig zu fünf, genug also ist. aktuell hat man bis zu 500 Tokens Platz. Also du kannst quasi einen Befehl formulieren, der 500 Einheiten besitzt. Was weiß ich, du bist ein Aber Beate. Romanautor mit dem Stil von Ernest Hemingway. Das alles sind diese Tokens. Ja. Bis 500 ist aktuell möglich. Schon krass. Deswegen ist das ein eigenes Berufsbild mittlerweile, Prompt Engineer. Tatsächlich. Da haben wir schon den neuen Beruf darin. Aber schau, Ja. wenn ich jetzt oder du oder auch die
Jutta ein Buch schreiben, dann geht ja im Grunde das Gleiche vor sich, wenn ich da jetzt materialistisch denke. Ich kann nur aus der Summe meiner Inputs, meiner Erlebnisse, meiner Lektüren, meiner Filme, die ich gesehen habe, meiner Märchen, meiner echten Erlebnisse etc., nur aus diesem Ganzen kann ich irgendwie eine Geschichte formen, weil das etwas anderes weiß ich ja nicht. So, das heißt, ich schütte hinten Input rein und vorne kommt eine Geschichte raus. Und wenn ich jetzt die KI füttere mit Input, dann kommt vorne auch eine Geschichte raus. Und sie hat im Grunde nichts anderes gemacht als der Autor selbst, nämlich das irgendwie zusammengeschustert, sodass man es gerne liest. Aber Aber. was du automatisch machst, ist, dass du deiner Geschichte von vornherein Bedeutung verleihst. Und das kann die KI nicht. Wenn wir es Der nicht KI wissen. ist Bedeutung völlig egal. Die, wie gesagt, die Das ist so. berechnet nur Wahrscheinlichkeiten. Bedeutung ist das, was passiert, wenn wir den Text lesen und wir den für sinnvoll erachten, für uns. Manchmal formuliert man Prompt und dann kommt ein Ergebnis und Ja, man denkt sich, ja. was ist das für ein Kauderwelsch? Das ist für die KI trotzdem ein valides Ergebnis, weil es anhand Ja. ihrer Wahrscheinlichkeiten Ja, stimmt. Das sieht heute. man am besten bei Bildgeneration, dass dann irgendwie eine Katze mit 6 Beinen errechnet wird, weil die KI so das berechnet hat. Und für die ist das ein korrektes Ergebnis, obwohl wir natürlich intuitiv sagen, das ist Schwachsinn. Und genauso ist das bei Texten auch. Der KI ist das völlig egal, was da am Ende steht. Und das ist, wenn du eine Geschichte schreibst, nicht so. Naja, die KI lernt auch das Feedback von dem User mit. Die KI lernt auch mit, wie gefällt mein Output dem Fragesteller. Ja, aber trotzdem Vorher ist das keine gab es ja Bedeutung oder sofort den. Kreativität, die da geschieht. Ja, ich würde nur meinen, das entwickelt sich im Sauseschritt. Und daher so unterschätzen würde ich es nicht. Ich möchte diese Aufzeichnung hier gerne mal ich bin mal wirklich kurzfristig, 3 Jahren noch mal hören und dann vergleichen, wie wir dann sind. Also ich sage mal 3 Jahre. Ich glaube, dass das auch sehr schnell geht. Ich stimme da Peter vollkommen zu. Und was wir dann erleben, also ich habe mich mal jetzt ein halbes Jahr überhaupt nicht so darum gekümmert. Erst vor ja, 2, 3 Wochen ist mir da etwas in die Finger gefallen. 3 junge Männer aus Zypern, die da echt krass drauf sind. Und das auch jetzt alles, die sammeln alle Informationen zu KIs und geben dir darüber Auskunft, was kannst du, oder du kannst fragen, gibt es KI für dies, das, jenes? Das würde jetzt zu weit führen. Und die sagen dir sofort das Programm und die Anwendung und sogar, was es kostet. Also, und das in 3 Jahren. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Entwicklung. Und wir können sie nicht abwenden. Es wird Nein. passieren, egal ob es uns Spaß macht oder nicht. Das heißt, was kann da ein guter Feldherr, ein guter Sun Tzu nur machen? Du musst diese Fähigkeit für dich nutzbar machen. So gut es geht. Das Beste rausholen. Genau. Ja, es ist letzten Endes ein Werkzeug und deswegen finde ich auch diese Panik und die Angst und die Aversion, die in so Literaturforen und Autorenforen so vorherrscht, davor völlig Das sind alles unbegründet. Fantasy-Schreiber, Es glaube ich, und ist so. ein Ja, Werkzeug das. und das sollte man sollte zumindest in der Lage sein zu wissen, wie das funktioniert. Wo es zum Beispiel, glaube ich, wahnsinnig praktisch sein kann, ist vielleicht nicht beim Schreiben deines Romans, aber wenn du am Ende das Exposé hast oder den Klappentext, die KI zu bitten, hier, das ist mein Roman, schreib mal eine Zusammenfassung von maximal x Zeichen. Und Ja, dann das hast du das erneuert nach jetzt schon, zehn glaube ich. Sekunden, statt dass du dir da was aus den Fingern sagst. Klar, das ist vermutlich nicht perfekt, aber dann hast du schon mal eine Ausgangsbasis oder ein Exposé von 3 Seiten oder so, wo sich viele, gerade Anfänger, mit schwer tun. Frag doch einmal ChatGPT. Ich könnte Wieso mir auch nicht? vorstellen, dass es der Kreativität ein bisschen Abbruch tut, weil in dem Moment, wo mir der jetzt so einen Vorschlagstext ausspuckt, arbeite ich von dieser Denkbasis weg und nimm gar keine, vielleicht keine andere Möglichkeit mehr, ziehe ich dann vielleicht mehr in Betracht. Oder du sagst, so mache ich das immer, gib mir 3 Vorschläge für Genau. Exposés. Dann kannst du auswählen. Aber Aber ja, du trotzdem hast halt, recht, das ist Nummer das 4 und Problem. 5 ist nicht mehr, wenn du alleine sitzt mit deinem Bleistift und einem Zettel und denkst drüber nach, hast du vielleicht 5 Varianten und
weißt es nicht. Und dort hast du halt drei oder womöglich eine. Ja, nee, also ich bin da auch ganz deiner Meinung. Ich sehe das nur öfter in Literatur vor, dass Leute wahnsinnig strugglen mit diesem Exposé. Und das wäre dann so genau die Hilfestellung. Also warum sich dagegen sträuben, wenn es die Lösung schon gibt, wenn man sich so schwer damit tut, wenn man nicht mal auf eine Idee kommt, selber mit Stift und Papier. Was mich da so verblüfft, ist bei Autoren, dass die nicht einmal im Grunde kapieren, dass das eigentlich eben ein Verkaufstext dort ist und nicht irgendwie nach Ehre und Gewissen den Inhalt des Buches wiedergeben soll oder so etwas. Du vergisst die Idealisten, die nur des Schreibens willens schreiben. Ja, nur weil sie die Kunst so lieben, meistens machen. Ja, natürlich. Und weil sie gerne schreiben wollen. Ja, Ja. und weil sie der Welt etwas sagen wollen, meistens auch. Aber sicher. Ganz viele. Ja, Ja, und dann soll man KI auch nicht benutzen zum Schreiben. alles Muss gut. man ja nicht. Das ist absolut fein. Und ich finde es, wenn dann Leute passagenweise eine KI benutzen, weil sie sich, was weiß ich, eine Ortsbeschreibung ausgeben lassen von einem Ort. Da hatten wir schon drüber gesprochen, Peter, von einem Ort, wo sie noch nie waren. Wieso nicht? Und dann dafür angefeindet werden. Meine Güte. Also, solange der Text nicht eins zu eins übernommen wird, ist das Ja, doch und okay. Google Earth ist ja, Google Street View ist ja auch KI. Weißt du, Ja, was ich. also ob ich das jetzt mir selber von Wikipedia zusammensuche Ja, und oder eine alte umformuliere oder ob ich Landkarte den Text nehmen aus der muss. KI umformuliere. Ja, wisst ihr, ich möchte mal einen ganz lapidaren Vergleich ziehen. Es gibt heute immer noch Frauen, die stricken, obwohl du alles fertig kaufen kannst. Ja. So. Und das Ja. wird genauso mit dem Schreiben sein. Und da soll sich auch kein Autor von abbringen lassen. Er kann sich ja Ideen holen, er kann es auch sein lassen. Wenn Sie So, stricken, und haben Sie eh keine Zeit zum Schreiben. Dann stricken können Sie gibt es hier keine diktieren Leute heute? mehr. Diktieren geht, das haben wir ja auch schon ganz gut drauf. Das Oder was funktioniert viele, sehr gut. die Angst davor haben, nicht verstehen, ist auch, dass gerade jetzt Schreiben und Textkompetenz umso wichtiger werden, wenn immer mehr gerade so Marketingtexte und so Genau. von KI generiert werden, Und sie muss werden man sich ja abheben. genau, man, nicht nur abheben, aber du musst auch in der Lage sein, so einen Text vernünftig zu hinterfragen. Und Weil ja, wenn das irgendwelche Unternehmen sind, die Wortbedeutungen. einfach nur eins zu eins draufklatschen, sind da eventuell Bedeutungen enthalten, wo niemand drüber nachgedacht hat, wo man erstmal zweimal drüber nachdenken muss. So, Moment mal, was soll das? Außerdem, die Basis für die KI muss ja auch von Menschen generiert werden. Das ist ja schon belegt, dass wenn die KI immer nur von sich selbst kopiert, dass die Ergebnisse, das ist wie eine Kopie von der Kopie von der Kopie. Das kennt ihr bestimmt auch noch vom Fotokopierer. Die werden nicht besser von der Qualität. Das wird immer Ja. schlechter. Das ist bei KI-Texten tatsächlich auch so. Wenn die immer nur, immer wieder von sich selber lernen, wird das Ergebnis letzten Endes schlechter. Das heißt, das Schreiben selber von natürlicher Sprache, also ich meine jetzt von Menschen generierte Texte, das wird bleiben. Das wird sogar, glaube ich, noch viel relevanter werden. Und Textkompetenz, also dass man in der Lage ist, Texte wirklich analytisch zu hinterfragen. Und Gerade wenn eben das die wird auf KI jeden nicht in der Lage ist, Bedeutung zu generieren, Ja. sondern nur Befehle ausführt, dass man gerade dann, auch wenn man das selber benutzt, sich im Klaren ist, okay, ich muss das jetzt kritisch hinterfragen, dieses Ergebnis, weil die KI eben nicht weiß, was sie da von der Bedeutung her produziert. Ich muss das erstmal dann so hinbiegen, dass das wirklich genauso ankommt, wie ich das sagen möchte. Und Dass mir dafür keiner einen Strick brauchst draus du, drehen kann. bitte helf mir nochmal, wie es heißt, das, was man eingeben muss. Den Prompt. Den Prompt. Daran wird es scheitern. Ja. Genau. Oder gelingen, natürlich. Gottes Willen. Ja. Ja, das ist so wie mit jedem Werkzeug, eben der ein Ja. Meister damit ist und meisterlich damit umgehen Ja. kann, Ja. dem hilft's und dem anderen hilft's ohnehin nicht. Eben. Es wird aus einem schlechten Autor oder einem schlechten sprachgewandten Menschen oder weniger sprachgewandten Menschen nicht dazu verhelfen, einen Bestseller zu schreiben. Das glaube ich Und auch weil nicht. natürlich der Mensch, ich sage mal, unorthodoxe oder verrückte Kausalitäten und solche Dinge herstellen kann, weil die Stärke eines Systems ist meistens
dass es ein System ist, aber es ist auch die Schwäche, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die KI ja dann nach Regeln trotzdem schreibt, kann nur ich als Autor die Regeln bewusst brechen. Das kann die KI nicht. Also wenn ich jetzt meine, da ist dieses Wort Die berechnet. besser und ich breche da jetzt eine Sprachregel oder was auch immer, das darf dann die KI gar nicht, weil sie ja in ihrem System trotzdem gefangen ist. Vielleicht, also wenn ich jetzt, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube das schon. Also eben der kreative Geist und der den Satz nochmal umdreht und so weiter, der wird da immer die Nase vorn haben und eben der, der das eintippen kann entsprechend. Absolut. Ja. Ja, das Problem, wofür wir, glaube ich, gerade stehen in der Zeit, in der wir leben, ist, dass es, ja, es ist ein Werkzeug, es ist wahnsinnig praktisch. Aber mit Werkzeugen kann man halt auch viel Schindluder treiben, wenn man eben nicht das so einsetzt, wie es gedacht ist. Und deswegen, ja, ist gerade eine spannende Schwebephase. Wie ich brachte eben das Beispiel mit den College-Studenten, die ihre Arbeiten nicht mehr selber schreiben, weil ChatGPT das macht. So ist es natürlich nicht gedacht zu dem Zweck. Das muss man jetzt gesellschaftlich aushandeln, was erlaubt ist und was nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch auf den Literaturbetrieb auswirkt, dass du beispielsweise mit angeben musst, wenn du KI benutzt hast. Das habe ich schon gesehen, dass das gefordert wird. Das bin ich sogar selber mal gefragt worden, weil ich super kurzfristig für eine Zeitschrift, wo der Drucktermin, ich glaube, schon am nächsten Tag war, musste noch ein doppelseitiger Artikel ausgetauscht werden. Und da habe ich tatsächlich, es ging auch um KI. Und dann dachte ich, komm, da fragst du direkt die Quelle. Die Infos werden vermutlich stimmen. Und habe dann mir große Teile von diesem Text einfach aufgrund der Kürze der Zeit von KI formulieren lassen, habe das natürlich selber nochmal vernünftig strukturiert und den Text komplett überarbeitet. Und die Designerin fragte dann wirklich, weil das mitgekriegt hatte, ob sie jetzt auch angeben muss, dass der Text mit Hilfe von ChatGPT formuliert worden ist. Ich habe dann gesagt, nee, das haben wir, ich weiß auch nicht, ob die anderen das vielleicht auch benutzt haben, also lassen wir jetzt weg, aber da fehlen, glaube ich, noch gesellschaftliche Normen, wie und wann das angemessen ist und Ja, wann aber ist nicht. es auch wirklich so wichtig? Wie gesagt, es wird sich ja meistens von alleine herausstellen, wenn es wirklich Kacke ist. Aber das heißt ja nicht eben, dass ein lebender Mensch nicht auch Kacke fabrizieren kann. Ja. Also. Also vielleicht sollte es dazu, ich plädiere dafür, damit wir den Texten kritischer gegenüberstehen. Aber das könnte ich ja Das auf finde ich alles einen interessanten anwenden. Dann Gedanken. könnte ich ja bei der weiß nicht, Süddeutschen Zeitung auch unter jedem Artikel schreiben: Vorsicht, man weiß nicht, ob es wahr ist. Vielleicht steht auch Blödsinn da. Das könnte ich überall hinschreiben. Und das Problem hatte man schon immer mit neuen Medien, oder wie der Buchdruck erfunden wurde oder. Nun ja, also dem stehe ich, wenn wir jetzt auf eine Zeitung gehen, dem stehe ich eh immer sehr kritisch gegenüber. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht und auch nicht alles, was im Fernsehen gesendet wird, etc., etc. Also Nein. die Kennzeichnung fände ich gut. Ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendeinen Politiker gibt, der sich damit profiliert, dass er das fordert. Wir werden sehen, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Also da finde ich, um direkt da anzuknüpfen, finde ich interessant eine Kennzeichnungspflicht. Was für mich dagegen sprechen würde, wäre, dass der Autor in gewisser Weise einen Teil seiner Verantwortung einfach abgeben kann. So, das war ich nicht, das war die KI. Und letzten Endes, finde ich, sollte aber immer der Autor haften, Es weil fragen er das, ja. auch wenn er es mit KI fabriziert Da hat, gebe ich dir hat recht. er das letzte Wort. Er gibt es für die Veröffentlichung frei und dann hat er auch den ganzen Blame abzubekommen und nicht, Ja, absolut. das hat jetzt Der die KI aber falsch kreativ. gemacht. Also ich find beide Argumente Ja, berechtigt. stimmt, Also absolut. ich fände eine Beate, Kennzeichnungspflicht auch interessant, ein gutes Konzept. Das müsste noch weiter gesellschaftlich ausgehandelt werden, aber die Deutschen ja, wollen eben alles mit der kennzeichnen. Verantwortung. Ja, das ist unsere Beate, Versicherungs. wenn du jetzt Ja. ein Buch erstellst, ein Buch schreibst,
dann steht er da im Impressum auch nicht und verwendete Papyrus und Wikipedia manchmal und fragte meinen Mann und so weiter. Weißt du, was ich meine? Wieso muss ich alles kennzeichnen? Eben der kluge Autor wird mit und ohne dem einen guten Roman zusammenbringen und der schlechte Ja. Autor auch mit und ohne dem keinen guten. Was muss ich da kennzeichnen wieder? Und vielleicht dann noch einen erlaubten mit Prozent, hat nur 10% Ja, Anteil und stimmt. je weniger, so wie beim Alkohol, je hochprozentiger der Echtautorenanteil ist, desto teurer ist dann das Buch. Das wäre auch gut, ja. Das wäre Ja, gut. das habe ich Sehr schöne tatsächlich schon Idee. gesehen. Die Sehr Prozentzeichen schöne am Idee. Cover 80%, das ist auch Skabierchel, Ja, bitte. das ist auf jeden Fall, genau. 90% kostet dann nur noch 1 Euro. Ist doch mit die 20er Bücher, geh bitte. Also wir sind da schon sehr fortschrittlich, finde ich. Ich finde das jetzt hier sehr gut, was wir hier produzieren. Ein Ich sage es Ranking. nochmal, ich freue mich auf in 3 Jahren, das nochmal aufzuarbeiten. Ja, ich nehme an, der Elon Musk und Konsorten, die haben jetzt auch schon zugehört und haben die Idee mit den Fach Auf jeden Fall. Amy AIs und Crime AI und Love AI und so weiter Ich schon in der wette, sowas Schublade. ist schon in Arbeit Sicher. längst. Und Also, es wäre ja verrückt, wenn sich große wollen Verlage wir auch mal die KI fragen? diesen Dingen befassen würden, oder? Also ein Verlag hat doch die Verpflichtung, über das nachzudenken. Zum Beispiel, Ob also sie das tun, ich weiß es nicht. naja. Also, ich meine, ich habe ja auch viel mit Verlagen zu tun, wenn ich auch Anfragen stelle. Ja, leider arbeiten viele noch mit Papier und Bleistift. Richtig, Ja, kann oder ich einbringen. die andere Seite, dass man dann wie bei dem Fall dieser Übersetzerin, dass die dann nur die Ja, Kosteneffizienz sehen, so, oh, das geht absolut. jetzt schneller, das ist jetzt billiger. Wir bezahlen Das jetzt nicht mehr für die ist Übersetzung, sondern nur noch für die Arbeitung der KI-Übersetzung. ja. Also das ist ja auch nicht das Potenzial ausgeschöpft, so, was Nein. es heute sogar schon bietet, sondern einfach nur Geld sparen, Prozesse beschleunigen auf Kosten der Qualität. Ja. So werden Hörbücher zum Beispiel von vielen Verlagen auch einfach nur nach dem Verkauf überhaupt beauftragt. Ja. Sehr vernünftig. Grundsätzlich ja. Ja. Aber da wird Gut. halt irgendwo ein Riegel vorgeschoben. Und ich glaube nicht, dass man bei künstlicher Intelligenz irgendwelche Riegel vorschieben kann. Dessen bin ich im Moment noch ziemlich überzeugt. Und ich glaube auch deswegen, weil du theoretisch ja dann auch Möglichkeiten vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, im Dark Web oder wo hast, wo es dann auch künstliche Intelligenzen gibt, die dann nicht erkannt werden oder also für jedes Kraut gibt es immer ein Gegengift oder wie man da so sagt. Ich weiß es auch nicht, wie das. Vielleicht wird so eine normale Taste auf der Tastatur AI und dann Thema, Plam und das ist dann ganz normal. Kann auch Wir sein. konnten uns vor 50 oder 60 Jahren noch nicht vorstellen, wie wir mit Handys umgehen, dass es sie überhaupt gibt. In der Entwicklung stecke ich ja noch wirklich mit drin. Ja, wir werden auch das jetzt hier nicht. Wir können nur Vermutungen Ja. anstellen. Ja, das Versuchen in die Beispiel hätte. Glaskugel zu schauen, das ist schön. Ja, wir Genau, nee, dürfen, ja. das Beispiel hätte ich auch gebracht, dass Hochtechnologien, wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir damit umgehen. Aber es bleibt trotz allem egal, wie schlau die KI wird, was sie ja eigentlich nicht ist. Es ist letzten Endes ein mathematisches Modell, das Ja, wahnsinnig komplex ist und gute Beate. Ergebnisse liefert, aber es ist halt keine Intelligenz in dem Sinne. Deswegen ist der Begriff KI schon so verwirrend. Wir Beate, müssen jetzt das haben einfach Sie. das lernen, wie wir mit diesem Werkzeug sinnvoll umgehen und was damit erlaubt ist und was nicht. Also ein Hammer ist auch ein tolles Werkzeug, aber nur weil ich damit Schädel einschlagen kann, heißt das nicht, dass ich das auch tun sollte. Aber Beate, das Gleiche haben Sie bei Terminator auch gesagt. Das wird nie passieren. Die wird sich nie gegen uns wenden, die künstliche Intelligenz. Terminator, wann war das? 84 oder so herum.
Skynet hatte aber ein Bewusstsein und das spreche ich der KI in Klammern noch ab. Ja. Wer weiß, aber aktuell Ist sehe halt ich gut. das nicht. Ja. 3 Jahre später, nach der Postapokalypse, sehen wir uns wieder. Ja. Bin mir ziemlich sicher, Aber wir was für werden eine, sagen, oh Gott. aber was für ein wirklich zukunftsträchtigerweise in der Film, der Terminator-Idee da war mit dieser Zeitreise und, oder wenn ich mich richtig erinnere, und eben die Intelligenz hat sich verselbstständigt, die Maschinen und so weiter. Schon sehr cool. Da kann ich vielleicht abschließend noch eine schöne Sache sagen, wie KI Autoren ganz konkret helfen kann. Wenn man beispielsweise eine Schreibblockade hat oder gerade keine Idee hat, was man schreiben möchte. Ich bin neulich hingegangen und habe gesagt, schreib mir 20 Text, also Schreibprompts, Writing Prompts heißt das ja, für kreatives Schreiben und habe dann so ganz viele hübsche Ideen bekommen. Bist ein einsamer Leuchtturmwärter und findest eine Flaschenpost von XY und dann das nächste wieder was völlig anderes mit Vampiren. Und das war cool. So, wow, ich kann mir jetzt eins Jetzt aussuchen und eine brauchst du kleine uns nicht Kurzgeschichte mehr. schreiben. Jetzt brauchst du uns nicht mehr, oder? Nee, aber das war so eine schöne Sache, weil ich Ja. So noch vor, beginnt. So beginnt. ich erinnere mich, auf Pinterest vor 10, 15 Jahren gab es ohne Ende Sammlungen von Leuten, die Writing Prompts gesammelt haben. Einfach kurze Ideen für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist. Ein Writing Prompt ist einfach so ein kurzes Statement, quasi Slogan. ein Einsatz, Zusammenfassung von der Geschichte als Idee. Und dann kannst du dann darauf basierend dir eben eine Kurzgeschichte oder einen Roman ausdenken, was auch immer, so als Denkanstoß, wenn du selber keine Ideen hast. Und Wer keine Ideen die hat, zu braucht nicht finden, schreiben. ja, diese Sammlungen, die waren auch heiß umkämpft und, da, oh, und dann gab es immer Drama, wenn zwei den gleichen benutzt haben. Manchmal, je nachdem, in welchem Forum man war. Und jetzt kannst du dir einfach selber die generieren lassen und vielleicht sogar schon Vorgaben machen, wenn du weißt, in welchem Genre du schreiben möchtest. Das noch so Also als Anregung. ich schlage vor, dann irgendwann, vielleicht in naher Zukunft, einen Gast einzuladen, der auf KI-Bücher steht, wie selbst, der dazu tatsächlich steht. Oh ja. Das ist, glaube ich, jetzt noch, das gibt es noch nicht so viele, die sich outen. Weißt du, so wie Wir bei der brauchen ja nicht viele, wer Homosexualität. uns Das reicht dauert einer. eine Zeit lang, bis sich die dann alle outen. Ich weiß nicht. Ja, Also, aber könnte mir vorstellen. im Bereich Sachbuch könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon etwas gediehener ist als bei den fiktionalen Schreibern. Wenn ihr KI-Autoren seid, also KI regelmäßig fürs Schreiben benutzt, dann meldet euch gerne bei uns, dann würden wir euch gerne Fragen stellen. Wie sieht der Arbeitsablauf aus beim Schreiben mit KI? Habt ihr Welche schon Gedanken machst du Spezialisten dir noch dabei? selbst? Ja, genau. Worauf achtest du bei deinen Prompts? Und wie gehst du bei der Genau, was macht Bearbeitung das vor? mit euch? Seid ihr noch Mensch oder schon teilweise Maschine? Cyborgs, genau. Sehr cool. Cooles Thema. Naja, dann würde ich sagen, gibt es noch abschließende Natur, also künstliche Intelligenz, dann würde dem entgegenstehen die natürliche Intelligenz. So Auch das, Biointelligenz. So ein bitte. Biosiegel gibt es dann für die Bücher ohne künstliche Peter. Intelligenz, ohne Kunstdünger, Bio, ein Biobuch. Wegen. Peter, das nehmen wir. Das Ja, ist wo? es. Ja, genau. 100% Biointelligenz. Also habt ihr einen biointelligenten Ausstiegs Weisheit noch oder Schwank? Ich freue mich auf die Autoren, die noch selber denken. Ihr seht, künstliche Intelligenz kann manchmal helfen, wenn der Biointelligenz nichts mehr einfällt. In diesem Sinne, liebe Zuseherinnen und Zuseher, super, dass ihr wieder dabei wart. Liebe Jutta, liebe Beate, danke auch für eure Zeit und eure feministischen Inputs. Seht ihr, das gibt es dann auch nicht mehr. Weibliche Autoren und männliche, weil bei der KI. Das kannst du im Prompt vorgeben, aus welcher Perspektive geschrieben wird. Also, Naja, schreibe einen hausmütterlichen Roman oder so, dann geht das schon wahrscheinlich. Der graue Mausroman. Ja. Okay. Alles klar.
Liked den Clip und läutet die Glocke und abonniert den Kanal und kontaktiert uns. Und ja, wir suchen Wanted, ein KI-Leser, ein Bekennender, der ein Coming-out haben will, ein KI-Leser, der sagt, ja, ich stehe dazu, ich lese das gerne und so weiter. Es ist nichts dabei. Wir schützen auch, wir nehmen nicht den echten Namen und so weiter, wenn sich jemand da schämt dafür. In diesem Sinne, adios und tschüss. Tschüss. Tschüss.